Hallo und herzlich willkommen zu einem ausführlicheren Beispiel zu dem Thema Minimalautomaten. Hier soll dieser deterministische endliche Automat mit Hilfe des Algorithmus jetzt schrittweise minimiert werden. Die dazu nötige Tabelle mit den Zuständen habe ich bereits angelegt, mit den Feldern, die hier mit dem Algorithmus jetzt ausgefüllt werden müssen. Der erste Schritt im Algorithmus besagt, dass man alle Paare von Zuständen, von denen einer ein Endzustand ist und der andere Zustand kein Endzustand ist, die kann man sicher als nicht äquivalent markieren. In dem Automaten ist Z4 der einzige Endzustand. Demnach kann dieser nicht äquivalent sein zu den Zuständen Z0, Z1, Z2 und Z3. Das heißt, man setzt hier bei den entsprechenden Paaren mit Z4 die Markierung, dass diese Paare von Zuständen nicht äquivalent sind. Warum ist das so? Wäre zum Beispiel Z0 äquivalent zu Z4, dann dürfte es ja keinen Unterschied machen, ob Z0 der Startzustand ist oder ob Z4 der Startzustand ist. Die Sprache müsste dieselbe sein. Allerdings, wenn man Z4 als Startzustand wählt, dann ist das leere Wort in der von Z4 akzeptierten Sprache enthalten, weil der Startzustand gleichzeitig ein akzeptierender Zustand ist. Z0 ist aber kein akzeptierender Zustand und damit wäre das leere Wort in der von Z0 akzeptierten Sprache schon mal nicht enthalten. Also sind die beiden Sprachen von Z0 und Z4 nicht dieselben. Und damit können die beiden Zustände nicht äquivalent zueinander sein. Das gleiche Argument gilt auch für Z1, Z2 und Z3 in Bezug auf Z4.